Hey Leute, hier ist mal wieder euer Dragon Ray und heute bin ich mal wieder auf der Xbox hier online gekommen, wie ihr gerade hier schön sehen könnt. Und da habe ich 8 Sprachnachrichten, also insgesamt 8 Nachrichten bekommen. 2 davon habe ich noch nicht angehört, weil ich habe gedacht, das nehme ich einfach mal auf. Also ich weiß nicht, was in den 2 Nachrichten noch mit drin ist, aber hier kann man schon lesen: Frohe Weihnachten, hallo liebe FL, euer schönen Weihnachts, was weiß ich, alles ganze Zeug. Ja, dann spiele ich euch das einfach mal vor, nur so aus Langeweile. Fange ich mal mit der ersten hier an. So. Hallo Christian, was ist los? Warum kommst du nicht mal in eine Party oder meldest dich nicht mal? Okay, das war jetzt doch keine Nachricht, wo an euch alle gedacht war. Ups. Scheiße. Ja, die war doch nur an mich. Ich hab gedacht, die zählt auch noch mit dazu. Ich hab's ja wie gesagt noch nicht angehört gehabt. Ja, Bibo, falls du dieses Video sehen solltest, ich komme nicht mehr online, weil ich auch noch ein Real Life hab und wie immer es auch so schön endet. Nee, Spaß, ich bin zurzeit ein bisschen krank. Kann sowieso nicht rausgehen und zocken ist langweilig für mich. Also, ich zocke es, wenn dann nur noch hauptsächlich auf dem PC und wenn ich mal überhaupt spiele. Weil jetzt kommt dann außer Weihnachten, es kommt Silvester. Silvester gehe ich dann eh noch weg. Deswegen, wie gesagt, ja. Weißt Bescheid? Nächste Nachricht. Ich hoffentlich ist die auch nicht so nur an mich gedacht. Einfach mal anhören jetzt. Hallo liebe FL, ihr seid die allerbesten, ihr seid so hammergeil, deswegen wünsche ich euch schöne Weihnachten, hoffentlich kriegt ihr viele Geschenke und so weiter. Ich, nur für die jetzt, die morgen nicht ankommen, wünsche ich heute schon mal alles Gute und ja. Ja, für die, wo morgen nicht online kommen, das sind ja wieder die, wo jeden Tag online kommen und nichts zu tun haben und ganz halt nur zocken, haben wir es auch schon gehört, aber danke gleichfalls dir auch schöne Weihnachten. Ich habe schon lange nicht mehr mit meine FL hier generell gespielt. Das werden mich schon wahrscheinlich viele gelöscht haben, wahrscheinlich, weil ich schon so lange nicht mehr online war. Aber ja, kann ich nebenher noch die anderen Nachrichten zeigen. Also frohe Weihnachten an euch allen. An euch allen. Okay, in der Rechtschreibung ist noch nicht ganz richtig, aber danke, dir ebenfalls. Kiko Sandmann. Von dir habe ich auch schon ewig nichts mehr gehört, aber auch dir ein frohes Fest, ich schreibe da mal nicht zurück. Dann noch diese hier, diese Person. Schöne Weihnachtszeit euch allen. Euch Lappens, nicht euch allen, euch Lappens. Okay, nächstes. Von dem hier, das ist der Dominik, mit dem ich schon öfters mal was aufgenommen habe. Tue ich einfach mal abspielen lassen. Ich habe schon vorhin angehört gehabt, aber ja. So. Hallo liebe FL, ich wollte nur mal so kurz erwähnen, frohe Weihnachten, schöne Feiertage, have a good time, lasst euch beschenken, habt Spaß, sauft euch zu, fickt und durch die Welt, mir ist es egal, hauptsächlich habt eine gute Zeit, viel Spaß. Ja, dir wünsche ich auch ein schönes Fest und ja, Weihnachten ist wie gesagt schon vorbei, die Nachrichten kommen alle so ein bisschen verspätet an, habe ich so das Gefühl, oder ich war einfach noch schon ewig nicht mehr online, weil ich kann mal gucken, wann die hier gesendet worden ist. Vor am 4. Ach doch, das war an Weihnachten. Dann, sorry, aber an Weihnachten war ich auch nicht online. Ihr habt gerade zu viel Langeweile. Nein, Spaß. Okay. Dann kommen wir mal zunächst. Ich wollte noch irgendwas dazu sagen zu der Einsprache. Ich glaube, das habe ich schon wieder vergessen. Ich hoffe, die Tonqualität geht in Ordnung, weil ich nehme nicht mit meinem normalen Mikrofon auf und das kann sich jetzt ein bisschen beschissen anhören. Egal, nächste Nachricht. Jo, hallo, liebe L. Ich wünsche euch ein frohes Fest. Lasst euch recht beschenken und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Denkt dran, Leute. Immer fleißig weiterzocken. Ja, mit Zocken. Irgendwann kommt man halt mal raus, dass man nicht mehr jeden Tag spielt. Immer fleißig weiterzocken. Ich würde sagen, nichts gegen dich. Ich weiß so gar nicht mehr, wer du bist, ehrlich gesagt. Such dir mal am besten ein paar Freunde und geh öfters raus. Und wie mal jemand zu mir gesagt hat oder in den Kommentare geschrieben hat, hör auf zu zocken und fangen zu poppen. Total dummer Spruch, keine Ahnung, wo der überhaupt herkommt. Aber das trifft so ziemlich genau auf den Punkt. Jetzt die letzte Nachricht, wo ich schon vorhin angehört habe. Die ist von Laura, Lulux hier. Und das sieht man die typischen Schnorrer, nichts gegen dich, aber es passt jetzt einfach. Mal anhören. Sprachausgabe wiedergeben. Mach hinne, auf. Yo, ihr seid ja alle voll korrekt und so. Und deswegen wollte ich fragen,
ob irgendjemand mir Lizenzübertragung für Minecraft geben will, keine Ahnung. Ja, dabei noch unsicher sein, nicht mal wissen, was man genau will. Man will einfach nur Spiele von anderen schnurren. Jetzt wirklich nichts gegen dich, Laura. Ich hoffe, du wirst mich jetzt, wenn du das Video siehst, nicht verurteilen. Aber das sind diese, ja, Schnorrer. Ja. Okay, jetzt könnte ich noch was sagen, aber ich glaube, das lasse ich mal lieber raus. Ja. Man muss sich denken, wenn man eine Muschi hat, kann man alles kriegen, was man haben will. Egal, das war's schon wieder und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.